Hallo, willkommen bei Survival für Väter, dem Buch für alle werdenden Papis. Herzlichen Glückwunsch, vor Ihnen liegen 9 Monate voller Missverständnisse, Beziehungskrisen, Tränen und Nörgeleien. Aber das macht nichts, denn Sie haben dieses Buch hier. Mit diesem Buch werden Sie in der Lage sein, bis zu 90 Minuten lang mit einem Kind auszuharren, ohne selbst auf Betreuung angewiesen zu sein. Ja, ich werde zum Beispiel immer wieder von Männern gefragt, sag mal, meine Frau, die macht immer so ein Bohai um die Geburt und die Geburtsvorbereitung und alles. Kann das ganze Thema nicht mal einer erklären, sodass das auch mal ein Mann versteht? Ist doch ganz einfach. Hier. Das ist die Mutterfirma. Sie hat Rücklage gebildet und möchte diesen kleinen Schatz durch dieses Steuerschlupfloch drücken. Ziel ist eine Tochterfirma. Das weiß auch die Auffanggesellschaft. Sie wartet auf die Gewinnausschüttung und plant dann eine freundliche Übernahme der Tochter. Die Partnerfirma, mit 50% an der Tochter beteiligt, hält sich noch im Hintergrund. Aber ihr geht der Prozess nicht schnell genug, denn sie hat eine ausgeprägte Mitnahmementalität. Deshalb informiert sie den Aufsichtsrat und bittet ihn, den Vorgang mit einer Geldspritze zu beschleunigen. Eine schwere Geburt. Auf jeden Fall, das muss ich noch sagen. Also, von mir wollen auch immer alle wissen, was man denn eigentlich in so ein Geburtsvollzugs-SMS schreibt, ne? Ich sag immer, Junge oder Mädchen? Ja. Farbe? Nein. Länge? Ja. Breite? Nur Kopf, also Umfang jetzt, ne? Tiefe? Nein. Gewicht? Ja. Uhrzeit? Ja. Alter? Mein Gott, überlegen Sie doch selbst mal. Survival für Väter. Erschienen bei Carlsen. Und ich sag mal, 12,90, das ist billiger als eine Maxi-Packung Windeln. So, und jetzt kommst du.